Die 17. Erweiterung wird höchstwahrscheinlich das dunkle Thema Tod und Sensenmann behandeln, zu dem ich mir bereits jetzt schon einige Gedanken gemacht habe. Ich liebe ja Leaks für Die Sims 4, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mir zur 17. Erweiterung bis jetzt noch gar nicht so viel vorstellen kann, wie das alles aussehen soll. Klar, zum aktuellen Zeitpunkt sind das nur Spekulationen, aber ich muss ehrlich sagen, dass mich dieses Thema trotzdem irgendwie so überrascht hat. Ich meine, das Thema Tod geht dann ja auch schon fast so ein bisschen in die Richtung vom Übernatürlichen und übernatürliche Themen wurden in der letzten Zeit ja eigentlich immer nur durch Gameplay-Packs abgedeckt und nie durch den noch ein bisschen größeren Pack-Typ der Erweiterung. Zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir auch noch nicht mal, ob es wirklich eine Erweiterung wird. Potenziell könnte es auch mal wieder ein Gameplay-Pack werden. Ja, damit würde dieser Pack-Typ auch mal nach so langer Zeit wieder aus der Versenkung erscheinen. Allgemein wäre es, finde ich, echt genial, wenn die Sims-Entwickler dem Sensenmann, der ja stark mit dem Tod zusammenhängt, einfach mehr Aufmerksamkeit schenken würden. Ich muss sagen, es ist beinahe schon verrückt, dass so ein prominenter Charakter in der Sims-Reihe, der bei jedem Sims-Teil seit Die Sims 1 so prominent mit dabei ist, noch nie eine eigene Erweiterung oder ein eigenes Pack in irgendeiner Weise bekommen hat. Ich würde mir wirklich wünschen, dass man mit der Erweiterung einfach in die Rolle des Sensenmanns schlüpfen kann, selber andere Sims unter die Erde bringen kann und so. Das wäre, glaube ich, schon ganz episch. Falls das passieren sollte, könnte ich mir das so als eine Art aktive Karriere vorstellen. Da hoffe ich aber mal ganz stark, dass man das nicht einfach nur total langweilig übers eigene heimische Smartphone machen kann, sondern man muss vielleicht irgendwie mit dem Sensenmann kämpfen und ihm quasi so mehr oder weniger den Rang abluchsen. Das würde damit ja auch so ein bisschen so funktionieren wie in Paranormale Phänomene. Vielleicht würde das dann ja so funktionieren, dass wenn man gegen den Sensenmann kämpfen will, um seine Position einzunehmen, dass man da merkt, wie stark der Tod eigentlich ist. Und man muss sich quasi vorher irgendwie umfangreich vorbereiten, damit das auch wirklich klappt. Ich weiß nicht, da braucht man dann vielleicht so spezielles Werkzeug oder technische Hilfsmittel oder sowas. Und ich finde, es wäre dann auch wirklich ein cooler Ansatz, dass wir damit eine Karriere hätten, wofür man nicht einfach nur einen Knopf anklicken muss, sondern man muss wirklich aktiv was dafür tun. Wenn man gegen den Tod kämpfen will, muss man natürlich auch im Vorhinein seine Schwachstellen kennen. Vielleicht gibt es dann irgendwie eine Möglichkeit, die herauszufinden oder man kann dem Tod irgendwelche Fallen stellen oder so. Da braucht man dann vielleicht andere Sims dazu, die so als Art Versuchskaninchen dienen. Und ich weiß schon, was der ein oder andere mir jetzt in die Kommentare schreiben wird. Das klingt jetzt auf jeden Fall nicht wirklich Sims-typisch, aber ich sehe da durchaus Parallelen zu Strangerville, wo es vom Prinzip ja auch ein bisschen so war, dass man kleinere Aufgaben hatte. Und ich finde einfach, das würde viel frischen Wind in Die Sims 4 bringen. Da wäre ich auch gar nicht böse, wenn das Ganze so mit einer Story einhergeht, die vielleicht dann so ähnlich erzählt wird, wie es in den Sims 2 Sequels mit diesen Geschichtenspielen so der Fall war. Diese Sequel-Spiele sind auch stark von der eigentlichen Formel von Sims 2 abgewichen, aber sowas, so in der Erweiterung, würde mich mal gar nicht stören, wenn sie das mal so ausprobieren. Wenn ihr das alles geschafft habt und den Tod besiegt habt, könnt ihr selber als Sensenmann tätig werden. Ihr habt dann vielleicht auch irgendwie so eine Art Hauptquartier. Da könnt ihr dann eure Aufgaben verwalten, da könnt ihr dann auch vielleicht sehen, welche Sims in der nächsten Zeit so ableben werden. Also man hat da einen deutlich tieferen Einblick. Und ich fände es auf jeden Fall ganz cool, wenn man auch so ein bisschen Gott spielen könnte und das Sims-Leben von anderen Sims dann irgendwie verlängern könnte. Wäre aber auch wieder langweilig, wenn man das unendlich oft machen kann. Wenn das zu oft passiert, sollte es auf jeden Fall irgendwelche Konsequenzen geben. Da könnte sich irgendwie so ein alter Fluch über die Sims legen, über die ganze Sims-Welt. Und dann muss man sich darum kümmern, diesen Fluch wieder loszuwerden, weil sonst nach und nach alle Sims irgendwie aussterben. Oder auch ganz im Gegenteil, sollte man die Möglichkeit haben, andere Sims länger oder vielleicht sogar unendlich leben zu lassen. Ich glaube, der Sensenmann hat da schon sehr viel Energie, um sowas auch machen zu können. Gefühlt ist auch das letzte mystische Pack schon ewig her, wenn wir jetzt von mir aus noch Kristallkreationen ausklammern wollen. Deswegen würde ich mich mal wirklich wieder auf ein dunkleres Pack freuen. Vielleicht darf es ja auch gerne ein bisschen dunkler noch als Vampire werden. Die ganzen Leaks klangen jetzt stark nach einem Pack, was sich definitiv um den Tod drehen wird und eher nicht so um ältere Sims. Deswegen halte ich das auch für relativ unwahrscheinlich. Aber falls doch die älteren Sims ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, würde ich mir auf jeden Fall wünschen,
wünschen, dass man vielleicht sein Testament schreiben kann. Altenheime oder sowas wäre für Spiel, glaube ich, auch ganz interessant. Die Gehstöcke und Friedhöfe dürfen auch gerne aus The Sims 3 wiederkommen. Und ansonsten gäbe es da, glaube ich, auch noch viel spannendes Gameplay. Wenn ihr nichts zur nächsten Erweiterung verpassen wollt, dann abonniert doch sehr gerne meinen Kanal, da würde ich mich sehr drüber freuen. Was habt ihr denn so für Ideen und Vorstellungen zur neuen Erweiterung? Freut ihr euch denn allgemein überhaupt aufs Thema? Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.